Hallo zusammen, hier ist Martin von CoachesElf TV und ich habe heute jemand ganz Besonderen zu Gast, den Christian Felber. Hallo Herr Felber. Hallo allerseits. Hallo. Herr Felber, ich will gleich direkt mit Ihnen einsteigen. Ein Schwerpunktthema Ihrer Arbeit ist ja die Gemeinwohlökonomie. Und als ich mich mit Ihrem Werk auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, dass Sie immer wieder betonen, dass Sie einen Widerspruch sehen in der Art und Weise, wie wir von den Werten her privat leben und von den Werten, die in der Wirtschaft praktiziert werden. Was ist das für ein Unterschied? Ja, dieser ethische Widerspruch, dieser Unterschied zwischen den Wirtschaftswerten und unseren Alltagsbeziehungswerten, der war das Gründungsmotiv für ein Dutzend Unternehmer, Unternehmerinnen in Österreich, die Gemeinwohlinitiative in die Welt zu bringen. Und ganz konkret geht es darum, dass wir auf den kapitalistischen und globalisierten Märkten in zunehmendem Maße und mit zunehmendem Unbehagen Werte unter Anführungsstrichen oder auch Eigenschaften wie Egoismus, wie Gier, Geiz, Rücksichtslosigkeit, Verantwortungslosigkeit beobachten. Und wir fragen uns, warum ist das so? Weil es gibt ja keine Religion der Welt, keine Geistesschule, keine Verfassung der Welt und auch kein Beziehungsethos der Welt, dass diese Werte empfehlen oder predigen würde, sondern ganz im Gegenteil, ganz überall auf der Welt sind sich Menschen einig, dass Beziehungswerte, Ehrlichkeit, Vertrauensbildung, Respekt, Wertschätzung, Empathie, Kooperation, Großzügigkeit und Teilen sind. Das können Sie Ihre Freunde und Freundinnen auf der ganzen Welt fragen, welche Werte Ihre Beziehungen gelingen lassen. Und die Ursache für diese wachsende Kluft, die sehen wir in den gegenwärtigen Systemspielregeln der Wirtschaft, nämlich Gewinnstreben und Konkurrenz. Man sieht das, glaube ich, hier ein bisschen. Das ist das Gewinnstreben als das höchste Ziel. Die Vermehrung des Kapitals ist das oberste Ziel des Wirtschaftens und Konkurrenz ist die vorherrschende Umgangsform. Und das sind die rechtlichen Spielregeln für die Wirtschaft und die führen dazu, dass auf den Märkten andere Eigenschaften und Werte ausgeprägt werden als in unseren Beziehungen. Und unser Vorschlag ist, dass wir diese Systemspielregeln ablösen durch zwei andere, nämlich durch Gemeinwohlstreben und durch Kooperation. Und dass diese Systemspielregeln die Wirtschaft in eine andere ethische Richtung lenken als heute, nämlich sie nicht nur für das Leben menschlicher Schwächen auch noch belohnen. Also der Punkt ist ja, dass man, wenn man sich egoistisch, gierig, geizig und verantwortungslos verhält, umso leichter zum Erfolg kommt in der globalisierten kapitalistischen Wirtschaft. Und man soll in Zukunft damit nicht mehr erfolgreich sein können, sondern wenn man sich gemäß den Verfassungs- und Beziehungswerten verhält, je kooperativer, solidarischer, empathischer, transparenter, nachhaltiger und demokratischer Unternehmen sich organisieren und verhalten, desto leichter sollen sie zum unternehmerischen und wirtschaftlichen Erfolg kommen. Dann wären die Werte einer Gesellschaft, seien es die Herzenswerte oder die Verfassungswerte, wieder im Einklang mit den sogenannten Marktgesetzen, die politisch bestimmt werden können und keine Naturgesetze sind. Jetzt gibt es ja Kritiker, die monieren, dass Wettbewerb per se ja nicht unbedingt immer was Schlechtes sein soll. Man denke jetzt zum Beispiel an die Deregulierung der Telekommunikationsunternehmen, die ja bessere Tarife beschafft haben. Wie sehen Sie das? Ja, um nicht gleich auf die alte Debatte öffentliche und private Güter im Bereich der Eisenbahn, der Rentenversicherung, der Trinkwasserversorgung oder eben der Telekommunikation darauf einzugehen. Etwas ganz Grundsätzliches. Die Gemeinwohlökonomie ist ja eine Marktwirtschaft mit privaten Unternehmen, aber sie möchte diese zahlreichen und vielleicht sogar zahlreicheren privaten Unternehmen als heute nicht zueinander in Konkurrenz setzen und für das gegenseitige Auffressen auch noch belohnen, sondern sie positiv anreizen, dass sie miteinander kooperieren und sich solidarisch verhalten. Das wäre der Unterschied und das ist eine ganz andere Fragestellung als öffentliches oder privates Eigentum. Kurz gesagt wollen wir nicht mehr Kannibalismus belohnen in der Wirtschaft, sondern Zusammenarbeit und das gemeinsame Lösen von Problemen. Und das wäre eine kooperative Marktwirtschaft. So eine hat es noch nie gegeben und das ist der Vorschlag. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch über das Thema Geld, dass unser Geldsystem ineffizient, instabil, unethisch, ungerecht, ja sogar skrupellos und kriminell ist.
Was ist an diesem System Ihrer Meinung nach so verkehrt? Also an erster Stelle, dass es nie ein bewusstes demokratisches Design des Geldsystems gab, sondern es hat sich über die Jahrhunderte entwickelt. Es ist ein Element um das andere dazugekommen, ohne dass dahinter ein bewusster Geist stand und schon gar keine demokratische Willensbildung. Und deshalb hat es zwar sehr viele Dienste an der Menschheit übernommen, es funktionieren ja einige Geldfunktionen sehr gut, vom Bankomat über die Preise auf Märkten bis hin zur Vermögensbildung leistet das Geld ja auch wertvolle und positive Dienste. Aber gleichzeitig läuft sehr viel schief und zu viel läuft eben schief. Von ungleicher Verteilung bis hin zum Anreiz unethischer Verhaltensweisen, systemischer Instabilität und systematischer Untergrabung der Demokratie. Da läuft zu viel falsch. Und deshalb ist der grundlegende Vorschlag des neuen Buches Geld, die neuen Spielregeln, dass die Spielregeln für die Geldordnung zum ersten Mal auf demokratische Weise zustande kommen sollen, dass die 10, 15, höchstens 20 Grundsatzfragen der Schlüsselelemente einer Geldordnung in dezentralen Geldkonventen, vielleicht auf Gemeindeebene oder auf regionaler oder auf Kreisebene, diskutiert und vorentschieden werden und dann später im Bundesgeldkonvent oder vielleicht sogar in einem europäischen Geldkonvent die finalen Vorschläge ausgearbeitet werden, die dann von der gesamten souveränen Bevölkerung abgestimmt werden und als Geldverfassungsteil in Deutschland in das Grundgesetz, in Österreich in die Bundesverfassung und aber auch in die europäischen Verträge eingehen. Und dann hätte unsere Vertretung, die Vertretung des Souveräns, nämlich der Bundestag und die Parlamente, hätten dann eine klare Richtungsvorgabe, wie sie die Geld- und Finanzgesetzgebung formulieren müssten. Sie könnten dann keine zu großen systemrelevanten Banken mehr heranzüchten. Diese könnten und dürften nicht mehr mit Steuergeld gerettet werden, sondern mit Eigentümergeld. Der Kapitalverkehr in Steueroasen würde geschlossen, das Schattenbankensystem würde geschlossen. Wir könnten aus dem Zinssystem aussteigen und wir könnten Kredite an reale Werte knüpfen, nämlich dass sie erstens nur noch für reale Investitionen vergeben werden dürfen und zweitens neben der finanziellen Bonität auch die ethische Bonität jedes einzelnen Investitionsvorhabens geprüft wird und je nach Ergebnis dieser ethischen Bonitätsprüfung ist der Kredit dann kostengünstiger oder entsprechend teurer. An einem ganz konkreten Beispiel vielleicht noch festgemacht, ein Stall für 100.000 Mastschweine würde gar keinen Kredit mehr bekommen. Heute erhält er den günstigsten Kredit, weil die ethische Bonität gar nicht geprüft wird. Ein Stall für Schweine mit einer Obergrenze von vielleicht 100 Tieren würde den teuersten Kredit bekommen und den günstigsten Kredit würde bekommen ein Biobauernhof mit einer artgerecht gehaltenen Schweineherde von optimaler Größe. Sind das vielleicht 20 oder 25 Schweine oder sogar ein paar weniger? Und so würde das Finanzsystem ein mächtiger Steuerungshebel in Richtung einer nachhaltigen und umfassend ethischen Wirtschaft. Diese Grundsatzentscheidungen für die Geldordnung, die treffen die Parlamente aber nicht, weil sie derzeit eingenommen, instrumentalisiert und zum Teil auch direkt korrumpiert sind von den finanziellen und wirtschaftlichen Eliten der Gesellschaft. Deshalb schließe ich es aus, dass die Parlamente uns eine demokratische und ethische Geldordnung unter den Christbaum der Wahlen legen werden. Und deshalb komme ich eben zurück auf den einleitenden Vorschlag des Buches, dass der demokratische Souverän wir uns selbst versammeln in Eigeninitiative in unserer Lebensgemeinde und die Grundsatzfragen einer Geldordnung demokratisch diskutieren und auch einen Prozess einfordern, der dann zu einem Beschluss dieser Geldordnung und einer Verankerung in den Verfassungen führt. Apropos Eigeninitiative, wie ich hörte, arbeiten Sie an einem eigenen Projekt, einer eigenen Bank. Können Sie ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, sehr gerne. Neben der allgemeinen demokratischen Geldordnung, die alle Elemente der Geldordnung umfasst, von der Frage der Geldschöpfung über die Zentralbank, die Geschäftsbanken, den Kredit, die Kapitaleinkommen bis hin zur Währungsordnung, gehen wir mit einem privaten Prototyp voran. Wir gründen in Österreich die erste vollständige Ethikbank. Wir haben in Österreich weder eine GLS-Bank, noch eine Triodos-Bank, noch eine Umwelt- oder Ethikbank. Und deshalb starten wir hier das erste Projekt in diese Richtung. Und wenn es gut geht, können wir schon 2015 den Betrieb aufnehmen. Der Bank für Gemeinwohl wird sie heißen. Das ist ihre Ausrichtung.
und Gemeinwohlorientierung heißt Verschiedenes. Zum Ersten heißt es, dass die Bank umfassend dem Gemeinwohl dienen will mit all ihren Geschäftstätigkeiten. Sie wird die Finger von spekulativen Tätigkeiten lassen. Sie wird sich auf das konservative Kerngeschäft einer Bank, nämlich die Hereinnahme von Spareinlagen, die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und die Ausgabe vorrangig regionaler und realer Kredite beschränken. Sie wird zwar Gewinne machen, aber diese nicht ausschütten an die Eigentümer und Eigentümerinnen der Bank, sondern einerseits reinvestieren und andererseits für zum Beispiel ökosoziales Risikokapital verwenden, damit auch solche Projekte, die zwar viel für die Zukunft bringen, aber heute noch nicht rentabel sind, anschubfinanziert werden können. Drittens wird, wie schon vorhin gesagt, jeder einzelne Kredit auch auf seine ethische Performance hin geprüft und wir machen dann den Konditionenfächer so, dass die Kredite mit dem höchsten ökologischen und sozialen Mehrwert die relativ günstigsten sein werden und umgekehrt die, die dem Gemeinwohl zwar nichts bringen, aber das Gemeinwohl auch nicht schädigen, die würden die teuersten Konditionen erhalten. Schließlich wollen wir uns noch so demokratisch wie möglich organisieren. Zuerst hießen wir Demokratische Bank, jetzt haben wir uns umbenannt in Projektbank für Gemeinwohl. Und das Ziel ist, dass 15.000 bis 25.000 Menschen aus Österreich Eigentümer und Eigentümerinnen dieser Bank werden. Wir haben das Ziel, uns als Genossenschaft aufzustellen, die dann allerdings neben dem Bankunternehmen, das eine Kapitalgesellschaft werden wird, auch einen Bildungsverein ins Leben rufen wird, nämlich über Geld und Finanzzusammenhänge und drittens eine politische Lobbyistin für das Gemeinwohl. Und damit sind wir wieder bei der größeren, beim größeren Projekt für eine gemeinwohlorientierte demokratische Geldordnung werden wird und nicht im Eigeninteresse wie bisher vertraut lobbyieren wird. Wir leben ja in einer Gesellschaft und Kultur, die sehr stark vom Kampf geprägt ist. Das, was Sie vorschlagen, das, wohin Sie streben, ist ja eine eher wir-geprägte, vertrauensbasierte Kultur und Gesellschaft und auch Politik. Die Frage ist, wie kann denn dieser Weg gelingen? Ja, indem wir die Systemspielregeln, wie vorhin beschrieben, verändern. Eine der beiden Veränderungen ist der positive Anreiz von Kooperation und solidarischem Verhalten anstelle des positiven Anreizes von Wettbewerb und Konkurrenzverhalten bis hin zum Kannibalismus. Und Voraussetzung dafür ist ein Paradigmenwechsel, nämlich dass wir die positiven Eigenschaften, die wir heute mit dem Wettbewerb verbinden, dass wir uns von diesen lösen, weil es für die keine wissenschaftliche Beweise gibt. Ganz konkret schreiben wir dem Wettbewerb heute Innovation und Leistung zu. Wir verknüpfen das regelrecht und deshalb haben auch alle, die dem gegenwärtigen Paradigma anhängen, Angst, wenn wir den Wettbewerb durch Kooperation ersetzen würden, dass dann die Innovationsrate sehr stark zurückgehen würde und auch, dass die Leistung sehr stark abfallen würde. Für diese Befürchtungen gibt es aber nicht nur keinerlei empirische Befunde, sondern sogar die gegenteiligen Befunde. Der erste Befund ist, dass die Innovation, die ist nicht dem Wettbewerb geschuldet, sondern Innovation, ich sage doch das Wort innovare, es fällt mir etwas Neues ein, ist unserer menschlichen Kreativität geschuldet. Und Kreativität ist etwas, was in uns steckt und wir können es zulassen oder wir können sie behindern. Und die förderlichsten Bedingungen, die gedeihlichsten Rahmenbedingungen für Kreativität sind zum einen Freiheit, dass wir alle lernen, in uns hineinzuhören und unsere tiefste Wahrheit zu erkennen und diese dann auch nach außen zu bringen, also Freiheit Nummer eins. Und zweitens Kooperation, Kommunikation und gegenseitige Inspiration. Das sind die entscheidenden Gedeihensbedingungen für Kreativität. Und dann werden wir auch alle Innovationen in die Welt bringen, die wir zur Lösung unserer Probleme brauchen. A. B. Ist ja die gegenwärtige Innovation eine vollkommen verzerrte und fehlgeleitete, weil ja nicht diejenigen Innovationen in die Welt gebracht werden durch die Marktwirtschaft, die unsere Probleme lösen und unsere Bedürfnisse befriedigen und die unsere Lebensqualität erhöhen, was das Ziel des Wirtschaftens wäre, weil das Ziel der einzelwirtschaftlichen Akteure die Maximierung des Gewinns und die Mehrung des Kapitals ist. Das heißt, es werden nur solche Innovationen in die Welt gebracht, die dem derzeitig höchsten Ziel der Mehrung des Kapitals entsprechen, ganz unabhängig davon, ob sie Bedürfnisse befriedigen oder vielleicht sogar künstliche Bedürfnisse wecken und Grundbedürfnisse aber ignorieren
und ob sie unsere Lebensqualität erhöhen oder sogar vermindern. Beispiel Gentechnik in der Landwirtschaft. Das heißt, wir tun sehr gut daran, dass wir unsere Kreativität in Freiheit und Kooperation entfalten und für das richtige Ziel, nämlich für die Mehrung des Gemeinwohls. Dann kommt es von der gegenwärtigen systemischen Fehlleitung der menschlichen Kreativität im Dienste des Kapitals und seiner Vermehrung hin in den Dienst des Gemeinwohls und seiner Mehrung. Und zum zweiten Aspekt, der dem Wettbewerb zugeschrieben wird, der Leistung, da kann man ganz nüchtern feststellen, dass ungefähr 500 empirische Studien aus unterschiedlichsten Disziplinen, zum Beispiel der Erziehungswissenschaft oder der Sozialpsychologie oder der Spieltheorie oder der Neurobiologie, die untersucht haben, welche Strategie Menschen am stärksten motiviert, ob das der Wettbewerb ist, ob das die Kooperation ist, ob das das stille und individuelle Einzelarbeiten ist, da kommen 87% aller Studien zum klaren Ergebnis, dass uns die Kooperation stärker motiviert als der Wettbewerb. Die Ökonomen mögen noch so oft das Gegenteil behaupten, sie können dafür keine empirischen Studien vorweisen. Die empirischen Studien kommen aus anderen Disziplinen als aus der Ökonomie und die anderen Disziplinen haben auch herausgefunden, warum die Kooperation uns stärker motiviert und zu höheren Leistungen antreibt als der Wettbewerb. Und der Grund liegt darin, dass Kooperation eher dazu beiträgt, dass unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen. Und das ist das, was uns am allerstärksten anspornt nach dem Erfahren und dem Leben von Sinn. Für das Leben und Erfahren von Sinn, eine sogenannte intrinsische Motivation, brauche ich gar keinen Wettbewerb. Und dem Gelingen von Beziehungen steht der Wettbewerb sogar hinderlich im Wege. Deshalb wurde auch herausgefunden, dass uns der Wettbewerb zwar auch motiviert und auch zu Leistungen treibt, das stellt keine Studie in Abrede, aber der Motivationsfaktor im Wettbewerb ist ein ganz anderer, nämlich an erster Stelle Angst. Und das ist für meine Erkenntnis so entscheidend, dass es systemisch und volkswirtschaftlich sehr unweise ist, dass wir uns über Angst versuchen zu motivieren. Das ist doch total unmenschlich und unintelligent. Noch dazu, wenn die Motivation über Angst langfristig und auf die Dauer schwächer ist als die Motivation und der Leistungsanreiz über gelingende Beziehungen und Kooperation. Und das ist die gute Nachricht der Gemeinwohlökonomie. Wir haben die wissenschaftliche Empirie hinter uns. Wir wissen, dass wir über Kooperation uns stärker motivieren. Deshalb gilt es jetzt, die dazu passende Wirtschaftsordnung zu designen. Und das wäre eben eine zunächst wirklich liberale Marktwirtschaft, in der alle die wirklich gleichen Rechte und Freiheiten genießen, das heißt auch das Recht auf Unternehmensgründung. Aber wir wollen dann diese Unternehmen durch die Umschreibung der Systemspielregeln nicht mehr zueinander in Konkurrenz setzen um den höchsten Finanzgewinn, was sie in den Egoismus treiben würde, sondern in Kooperation setzen, um den gemeinsamen Beitrag zum Gemeinwohl. Und das wäre eine Wirtschaft, in der A, die menschliche Kreativität in den Dienst der richtigen Ziele gestellt wird, nämlich der Mehrung des Gemeinwohls und der Lebensqualität, und B, wir uns gegenseitig motivieren und anspornen über gelingende Beziehungen. Und in Summe würde da nicht nur eine sehr viel humanere und sinnvollere Wirtschaft herauskommen, sondern eine mindestens ebenso innovative und produktive Wirtschaft wie die gegenwärtige. Aber ich weiß, das setzt voraus, dass man hier diesen Paradigmenwechsel mitvollzieht. Und das ist sicher keine Arbeit von wenigen Tagen oder Jahren, sondern das ist ein langjähriger, vielleicht dekadenlanger Umdenk, aber auch eben Bildungsprozess. Und das ist vielleicht sogar der Kern der Initiative der Gemeinwohlökonomie.